Hallo und willkommen zu meinem neuen Let's Play Victoria 2. Wir haben mittlerweile den 8. Dezember, wenn ich mich nicht verzählt habe. Wenn wir uns schon verzählt haben, dann tut's mir leid. Wenn es der 8. Dezember ist, dann, meine Herrschaften, haben wir nur noch 16 Tage bis Weihnachten. Ich hoffe, ihr habt schon alle eure Geschenke und wenn nicht, tja, Pech gehabt. So, das sind jetzt 55.000 Deutsche. Das ist nicht gut. Das heißt, Skandinavien wird vielleicht doch nicht den Krieg gewinnen. Schauen wir mal. Wir schauen gerade zu, wie Skandinavien und Deutschland versuchen, Krieg zu führen. Ah, das ist interessant, wie die das machen. Deutschland macht seine, also macht immer so seine Truppen ganz auseinander. Vielleicht wird Skandinavien ja doch gewinnen. Wenn die so weitermachen. Weil im Endeffekt. Oh, Kolonialprestige steigt jetzt, wo ich es nicht mehr brauche. Diplomatisch passiert da einiges, aber irgendwie. Die dürften da irgendwie stärker sein, was die Belagerung betrifft. Diese 33.000 Deutschen da. Irgendwie schneller. Naja. Ich könnte mich täuschen, aber irgendwie ist das eine dämliche Sache, was die da machen. Oh. Au, au, au. Au, 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 au. Ja, Skandinavien kriegt doch eine auf die Mütze. Nein, wir intervenieren irgendwann. Die zivile Gewalt ist mir egal. Chile ist wieder herzlich mit uns. Das ist gut. Naja. Also mit Spanien. Auch nicht schlecht. Peru. Wir senken weiter die Meinung von den Vereinigten Staaten. Kolumbien. Könnten wir aufhören zu beeinflussen, weil da ist jetzt eh keiner mehr drinnen. Gut. Naja. Wir sind von den USA überholt worden. Und zwar warum? Weil unsere militärische Macht gesunken ist, seitdem wir die Liberalen an der Macht haben. Schau an. So, weiter im Detail. Machen wir organische Chemie oder günstigen Stahl? Günstigen Stahl. Müssen unsere Stahlproduktion verbessern. Wir müssen unsere Industriellen unterstützen. Wo es nur geht. Wo es nur geht. Ja, naja, dieser Krieg ist verloren für die Skandinavier, aber wir können jetzt unsere Forts an der deutschen Grenze auf Stufe 3 erhöhen. Nochmal nicht schlecht, wenn wir das machen. Zumindest dort, wo wir es uns leisten können. Hervorragend. Unsere Bergbaueffizienz ist gestiegen. Wie groß sind das überhaupt? 11.000, bist du wahnsinnig. Sollten mehr Einnahmen haben. Hey! Auf das hätte ich vielleicht auch schauen sollen. Ach weh. Brasilien möchte ich eigentlich nicht verlieren. Das haben wir schon irgendwie recht. Ich das behalten könnt. Ärgerlich.
Was mit Bayern? Da gibt es auch jemanden, der sich versucht reinzuschleimen bei denen. Frankreich sogar. Ärgerlich. Sonst noch hin? Baden. Sachsen. Arg. Hervorragend. Mehr Bergbaueffizienz. Mal. Wir uns verbessern. Beziehungen verbessern. Ja, wir bauen dann auch immer mehr. So, in Kyö haben wir eben auch eine volle Armee. Wo stellen wir die hin? Die stellen wir da vielleicht nach Bregenz. Ist das sinnvoll? Nein, nach Karlsbad. Da sind sie näher bei den Deutschen. Oder nach Aussig. Aussig ist gut. Das zeigt den Deutschen, wir meinen es ist echt ernst. Ah, das sind schon wieder 67.000 Skandinavier. Die haben echt nichts Besseres zu tun, als weiter rumzurennen und zu sterben, im Endeffekt. Oder auch nicht. Diesmal gewinnen sie. Ah, nein, sie gewinnen nicht. Gut. Wie schaut das aus? Wahnsinn, schon wieder ein Haufen neue Truppen möglich. Ich überlege gerade, nein, 1, 2, 3, 4, 5. Ist das noch nicht ausreichend für alles? Schauen wir mal, wie das in Afrika ausschaut. Ah, da geht sich noch eine Armee aus. Das ist vielleicht eh nicht so schlecht, wenn wir das machen. Wieso haben wir da einen Sammelpunkt? Achso, ich weiß schon wieder. Ah, mehr Liberale, 1,6% sogar. Wow. Das ist gut. So, ihr Freunde. Limit. Können wir da hingehen? Wir gehen mit euch an die Grenze. Gehen wir nach Mao. Das ist eigentlich ein guter Platz, Mao. Gut, und hier. Hier vielleicht. Oder hier. Ja. An der Grenze. Lusaka vielleicht. Machen wir die zweite Kolonialarmee her. Ja, so. Davon und einen davon. 3, 6, 9, 10. Passt. Und die genaue darunter. Und Katowice hat bereits die Verbesserung. Psch.
Schemischl. Oh, Lemberg ist erst in Stufe 1 vor. Schauen. Deutschland will durch uns durch. Nein, auf keinen Fall. Deutschland mögen wir nicht, die sollen leiden. Was wollen die überhaupt mit einem Durchlauf-Dings von bei uns? Was soll das bringen? Wie bereits gesagt, ich fürchte, Skandinavien verliert doch. Ah, dabei wären sie im Vorteil gewesen. Die hätten nur richtig kämpfen müssen. Wenn sie das gescheit gemacht hätten, wäre es überhaupt kein Problem gewesen. Ehrlich. Die sind so doof. Hervorragend. Die Militanz sinkt. Ja, was heißt die Militanz sinkt? Wir sind schon wieder bei 3. Unglaublich. Ha, und wir haben den günstigen Stahl entdeckt. Sehr gut. Organische Chemie oder Fließband. Ah, organische Chemie ist gut. 3 industrielle Technologien hintereinander gemacht. Gut, Frankreich, Beziehungen verbessern. Großbritannien ebenfalls. Und Skandinavien, ihr seid Schwammerl. Aber auch bei euch verbessern wir die Beziehung. Na gut. Und weiter im Programm. Wir sind jetzt im Jahr 1884. Jetzt geht es wieder etwas flotter voran, weil wir keine Kriege führen. Aber ich fürchte, wenn Deutschland diesen Krieg gewonnen hat, wird es gleich weitergehen. Nein, wir verlieren kein Prestige. Prestige wird nicht geopfert für Militanz. Aus den Niederlanden wurde uns berichtet, dass der Krakatau explodiert ist. Na sehr was. Der Ausbruch des Vulkans Krakatau und die anschließende Springflut haben in Niederländisch-Indien über 36.500 Menschen getötet. Wow. Die Eruption konnte noch auf der Insel Rodriguez im Indischen Ozean in über 3000 Meilen Entfernung gehört werden. Die Explosion hatte schwere globale Folgen. Der Himmel verdunkelte sich für mehrere Jahre. Es kam zu intensiv roten Sonnenuntergängen und anderen optischen Effekten und die globale Durchschnittstemperatur sank um mehr als 1 Grad Celsius. Das, meine Herrschaften, ist noch ein wenig Geschichte. Es gab im Jahr, ich glaube 1886 muss das gewesen sein, das Jahr ohne Sommer hat das geheißen. Da hat es im Juli geschneit. Das ist heutzutage, kann man das auf den Krakatau zurückführen, weil der explodiert ist und so viel Asche in die Atmosphäre gepustet hat, dass einfach es kälter geworden ist. Das war ein kurzer Einblick für die Menschheit, wie es den Dinosauriern gegangen ist. Also bei denen war es, glaube ich, nicht. Also es ist nicht ganz sicher, ob es vielleicht doch ein Vulkan war, aber nicht ganz klar, ob es ein Vulkan oder ein Meteorit war. Zu Sphäre hinzufügen. Jemen brauchen wir eigentlich nicht mehr beeinflussen. Ich glaube, das war das letzte Mal, dass Jemen irgendjemand beeinflusst hat. Ja, das bleibt noch. Haben geschenkt mit der Baumwolle hier an Belgien dieses Mal. Belgien freut sich drüber. Und wir bekommen Prestige. Hurra! Weitern. Was ist das hier? Na, weitern wir auch noch.
Was brauchen wir da eigentlich die ganze Zeit? Truppen? Fabriken? Schau mal, was ist denn da alles? Warte mal. Und jetzt schon Frieden? Nein, noch immer nicht. Nicht schlecht. Mexiko hat die Beziehungen verbessert. Persien. Vielleicht sollte man sich das schon ab und zu anschauen. Portugal und Spanien muss ich mal anschauen, wegen den Briten. Naja, machen wir das doch glatt. Aber auch nicht so. Machen wir das so. Schau mal, Brite, was hast du jetzt davon? Ich mag dich echt nicht. Gut, in Lucca gibt es eine Revolution. Warte mal, Lucca ist nicht gut, weil das könnten italienische Rebellen sein, die Italien gründen. Das ist mir schon mal passiert, dass ich in Italien eine Revolution hatte, die in Lucca gestartet hat. Militärzugang. Wir hätten gerne Militärzugang. Ja, wir haben keine Diplomaten, ich weiß ja eh. Haben wir durch Modena Zugang? Nein. Wir brauchen aber für den Modena auch einen Zugang. Das heißt, es dauert eher ein Weilchen, bis wir da rein können. Jetzt dürfen wir mal nach Modena. Auch immer nicht nach Lucca. Gehen wir nach Brescia. Gott sei Dank verdienen wir als Großmacht relativ viel. Warte mal. Was heißt in Kairo angekommen? Ach je, du sollst doch da runtergehen. Da unten hatten wir offensichtlich auch noch einen. Bis der da unten angekommen ist, ist er wahrscheinlich schon verhungert und alles. Ja, wie schaut das eigentlich aus mit dem Oman? Haben wir da auch irgendwelche Leute, die wir ausheben können? Nö, natürlich nicht. Das wäre auch zu einfach gewesen. Na gut. Ja. So vergeht die Zeit, so vergeht die Zeit. Flexible Feuerkraft erhöht noch einmal unsere Verteidigungsfähigkeit und Phänomenologie. Wir bekommen noch einmal ein Prestige dazu. Hurra! Lieber wäre es mir, wenn wir einen Diplomatiepunkt kriegen würden. Ja, 0,7 im Monat, das ist jetzt bald soweit. Militärzugang fortfahren.
So, zumindest diese Gefahr hätten wir gebannt. Hier wird nicht Italien entstehen, nicht heute zumindest. Auch entsorgen diese Schulden. Oh, ein Haufen Zeug. Wie schaut das aus? Ach weh. Das ist eine ewige Geschichte. Wobei andererseits vielleicht auch nicht so schlecht, wenn das ein bisschen länger dauert. Jetzt haben die Deutschen natürlich einen gewissen Vorteil. Ich würde gerne eingreifen in den Krieg. Kann ich euch nicht helfen? Kriegssubventionen kann ich geben. Bieten Sie zur Unterstützung dieser Nation täglich 77 Pfund an. Puh. Könnten wir natürlich machen. Macht sie sicherlich glücklicher. Schauen wir mal, vielleicht gewinnen sie den Krieg ja damit, wenn wir ihnen Geld geben. Aber sie sind mittlerweile militärisch schlechter als die Deutschen. Ich würde also fast sagen, dass dem nicht so ist. Sie sind zwar von der Flotte her stärker, das heißt, sie beherrschen die Meere rund um Deutschland, haha. Aber das ist schlechter. Na gut. Das schaut schon wieder ganz gut aus. Und dann gerade der nächste. Das nächste Ding hin. Schauen wir mal, Armee bauen. Fangen wir mal an damit. Und mal die zwei. Und einmal Tschechen, einmal Polen, einmal Slowenen. Ungarn, Norditaliener, noch ein Slowake, ein Tscheche und ein, sagen wir Norditaliener. Sehr gut. Und unsere 10. Armee wird das. Gut, und da ist unsere 2. Oh, ein Konflikt Westmazedonien erneut. Erneut versucht Griechenland. So, was haben wir hier? Wir brauchen hier einen Anführer, der nicht zu großartig ist. Weil sonst geht uns vielleicht oben ab. Oh, der ist großartig. Den nehmen wir. Und das wird die 3. Kolonialarmee. Wie schon gesagt, wir haben diese Mini-Kolonialarmee da drüben. Im Oman. Das sollte reichen für den Oman, um den in Ruhe zu lassen. Nee, interessiert mich nicht. Okay. Wieso macht weder Frankreich noch Russland damit, frage ich mich gerade.
Und noch mehr Liberale. Vielleicht geht sich bald wieder eine Reform aus. So, was machen wir als nächstes? Mehr hier in diese Richtung oder Kultur? Da könnten wir mal ein bisschen weiter rauf gehen. Regimentserfahrung sammeln oder Verwaltungseffizienz steigern. Ach, machen wir die Steuereffizienz besser. Wir haben gerade ein bisschen Geldnöte. Das geht eh relativ schnell. Im April sind wir fertig damit. Mittlerweile forschen wir ja so schnell. Ich glaube, wir sollten langsam aber sicher auch an die starken Mächte rankommen, was die Forschung betrifft. Wo haben wir da was? Kolumbien. Kolumbien hat Rebellen. Wo hat Kolumbien Rebellen? Ich sehe was. 3000 Mann. Was ist denn bei euch? Kümmert euch drum. Kann es ja wohl nicht sein. Wir verlieren Geld. Kommt, das meint ja wohl nicht ernst. Wir werden das mit den Kriegssubventionen gleich wieder lassen. Das bringt eh nichts. Na gut, aber sie sind unsere Verbündeten, also so gesehen. Ach ja. Okay, sie haben verloren. Ärgerlich. Aber wir kriegen wenigstens wieder mehr Geld, weil wir keine Kriegssubvention zahlen müssen. Müssen ist gut, wir machen es ja freiwillig. Deutschland ist so elend. Jetzt sind sie schon wieder größer geworden. Schauen wir mal, was sie als nächstes versuchen. Haben wir eigentlich noch einen? Eine Waffenruhe, ja, haben wir noch. Wäre irgendwie schön, wenn wir noch euch als Bündnispartner kriegen könnten. Ich verbündet mit Deutschland. Ja, ich finde das überhaupt nicht richtig. Als nächstes werden sie uns dann wieder angreifen oder einen von unseren Verbündeten. Obwohl ich alles gegen die werfe, werden sie trotzdem größer. Das gibt's ja wohl nicht. Bin ich total unfähig. Offensichtlich. So. Grrr. Ich könnte mich fast ärgern. Die sind schon wieder so stark. Das gibt's ja nicht. Das nächste Mal sind wieder die dämlichen Briten auf ihrer Seite. Da bin ich mir ziemlich sicher. So, da haben wir jetzt auch wieder eine Armee, die wir versorgen müssen. Robertin, Hohenhausen, Hartmann, Württemberg. Der hört gut aus. Nehmen wir doch glatt. Das ist unsere 10. Armee. Hurra! Die x-te Armee quasi. Wie schaut das aus mit meinen Leuten? 9,7%. Ich glaube, das reicht uns in der Zwischenzeit. Wir werden vielleicht nach Schlesien noch einmal Facharbeiter machen, schicken.
Spanien bietet uns ein Bündnis an, da sind wir doch glatt dafür. Mit etwas Glück greifen uns die Deutschen direkt an. Immerhin haben wir Schlesien, das sie erobern wollen. Wenn sie uns nämlich direkt angreifen würden. So, Börse, sehr gut. Machen wir wieder eine Armeetechnologie. Gehen wir damit den Geschützen weiter. Die greifen uns sicher bald an. Wir sollten jetzt ein bisschen mal Militär mal machen wieder. Unsere Wirtschaft haben wir jetzt eh gut genug gesteigert. Wir haben jetzt auch ein bisschen mehr an Einkommen durch die Technologie, durch die Börse. Auf jeden Fall, Herrschaften, an dieser Stelle wünsche ich euch wieder eine gute Nacht. Wir haben jetzt das Jahr 1885, wir sind schnell vorangekommen in dieser Session. Naja gut, wir haben ja auch keine Kriege geführt. Ich wünsche euch einen schönen guten Abend, schlaft gut und träumt was Schönes. Bis zum nächsten Mal.